Hallo liebe Weitkreuz-Fans, zur heutigen 12. Folge Weitkreuz-TV anlässlich des Derbys BSV Sachsen-Zwickau gegen SV Union Halle Neustadt. Einige Fans heute mit dabei vom SV Union Halle Neustadt, also es steht einem Derby nichts im Wege. Einige Fans sind auch mit einem Bus angereist, den der Verein organisiert hat. Mehr als 30 Fans sind dann gemeinsam heute von Halle aus mit dem Bus hier nach Zwickau-Neuplanitz gefahren. Einige Impressionen von der Fahrt nach Zwickau seht ihr jetzt. Nachdenken, weil die Mädels, die danken das sehr, ja, und die freuen sich wirklich über jede Unterstützung, definitiv. Ich habe auch mit Lea Huber geschrieben, die hat mir geschrieben, im Namen der Mannschaft soll ich euch ausrichten, sie freuen sich übelst, dass wir das organisiert haben, beziehungsweise der Verein. Vielen Dank dafür nochmal. Und sie sind für uns, wie sie stehen, man fand ja niedlich, die besten Fans der Welt. Ja, und sie möchten gerne, dass wir das heute sozusagen mit unserer Stimmung zum Heimspiel machen in Zwickau. Ja, die sind da mega, freuen sich mega drauf, dass so viel hinkommen. Kommen wir nun zu ein paar Daten unseres heutigen Gegners, dem BSV Sachsen-Zwickau. Die Mädels von Sachsen-Zwickau haben ihr letztes Spiel unentschieden gespielt gegen Rödertal mit 17-17 und haben aktuell, belegen sie Tabellenplatz 3 mit 22-6 Punkten. Als reine Randnotiz, wir der SV Union Halle Neustadt hat 27-1 Punkte, also uns trennen gerade einmal 5 Punkte voneinander. Also wir werden sehen, wie das Derby heute ja ausgeht. Ein spannendes Derby steht also nichts im Wege.
Beim Saskia Langen, Saskia. Erste Saisonniederlage, was war los? Puh, gute Frage, so kurz nach dem Spiel, aber ich glaube, wir haben heute nie geschafft, unsere Tugenden, die uns eigentlich ausmachen, dass wir das schnelle Spiel und auch dieses Kämpferische, wir sind seit der ersten Minute sind wir die ganze Zeit hinterhergelaufen und haben es nie geschafft, da irgendwie ranzukommen. Wir haben das selber verschuldet durch dumme Fehler und wir wissen, dass Zwickau hier zu Hause echt gut spielt und das haben sie die letzten Wochen schon bewiesen, die stehen nicht umsonst auch so weit oben. Und wir haben genau denen in die Karten gespielt, dass wir genau das denen eigentlich geliefert haben. Und nächste Woche dann am kommenden Samstag zu Hause in Nürtingen, wie sieht es dann da aus? Ja, es gibt jetzt keinen Grund. Das ist unsere erste Saisonniederlage. Natürlich ist es bitter, dass es gleich so hoch ist. Ich hätte mir auch ein knapperes Spiel gewünscht. Davon sind wir auch ausgegangen, dass es sicher ein heißer Fight wird hier. Wir müssen den annehmen, den Fight. Und wir müssen vor allem anfangen, wieder zu arbeiten und dem Kopf klarkommen, dass jedes Spiel nicht einfach so gewonnen wird, sondern dass wir hart arbeiten müssen dafür. Und das werden wir nächste Woche tun. Und da bin ich ganz sicher, dass wir gegen Nürtingen wieder ein anderes Gesicht zeigen. Dankeschön. Weil wir jetzt René Becker von den Salemiezen. René, heute die erste Fanfahrt der Saison, zwar zur Niederlage, aber wie war es trotzdem für dich das Erlebnis heute? Ja, es war ein mega Erlebnis, mit so vielen Fans unterwegs zu sein, in einem großen Bus. Sonst sind wir ja mit Mannschaftsbus unterwegs, mit einem kleinen Bus, mit 9 Mann vom Verein. Ja, ist natürlich mega Stimmung und das trübt hier so nicht die Rückfahrt. Wir machen trotzdem mega Stimmung, wir unterstützen die Mädels. Man kann nicht immer nur im Leben gewinnen, so also. Und immer mal eine große Klatsche. Ja, ist ja auch Mitkonkurrent, als ständig vielleicht 3-4 Mal hintereinander vielleicht mit 1-2 Toren zu verlieren. Ich finde, es ist halt mal so, es läuft manchmal nicht in der Mannschaft. Und ja, deswegen sind wir trotzdem gut gelaunt. Wir sind Herbstmeister. Ja, und wir wünschen Zwickau trotzdem weiterhin alles Gute und vielleicht steigen wir zusammen auf. Genau, es wird dann bestimmt trotzdem eine feuchtfröhliche Rückfahrt, ne? Auf jeden Fall, natürlich, mit dir auf jeden Fall. Dankeschön. Und nun folgen noch einige Impressionen der Rückfahrt nach Halle Saale. Spitzenreiter, hey! Hey! Spitzenreiter, hey!